endlich mal wieder ein Spiel, das seinem Titel gerecht wird. Trackmania Turbo drückt in Sachen Arcade-Spaß derart auf die Tube, dass Rennspieler mit leuchtenden Augen vor dem Bildschirm sitzen und dabei am besten niemals blinzeln. Denn dieses wilde Teil ist schnell und verzeiht keine Fehler. Die Solo-Kampagne umfasst satte 200 Strecken, die aufgeteilt in 10er-Blöcken jeweils einem von 4 Szenarien zugeordnet sind. Die Wüstenregion Canyon ist dabei das Paradies für Driftfreunde. Optisch macht der karge Schauplatz aber nicht besonders viel her. Ganz anders Valley. Die Talfahrt durch Wald und Wiesen erstrahlt in satten Grüntönen, fordert mit ihren Offroad-Pisten aber eben auch ein deutlich feinfühligeres Fahren. Hinzu kommen einige fiese Rampen und enge Kurven. Die Stadium-Umgebung kennen Trackmania-Veteranen hingegen bereits seit dem kostenlosen E-Sport-Ableger Trackmania Nations. Das gigantische Rennsportforum bietet klassische Highspeed-Kurse, garniert mit extrem kniffligen Fahrzeughandling und gemein platzierten Schikanen. Brandneu im Schauplatzquartett ist die Rollercoaster-Lagune. Gemäß seines Namens bietet das Tropenareal nicht nur malerische Strandpisten, sondern vor allem auch grandiose Achterbahnabschnitte, wie etwa Korkenzieher-Loopings und Abstürze aus großer Höhe. Ein gigantischer Spaß und optisch wie fahrerisch unser Favorit. Doch egal, wo man nun Gas gibt, die Aufgaben bleiben immer identisch. Pro Strecke warten 3 Zeitvorgaben darauf, geschlagen zu werden. Ob man sich nun gerade auf Gold, Silber oder eben nur Bronzekurs befindet, kann man anhand von halbtransparenten KI-Piloten erkennen. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei nur zu Beginn noch recht zahm, schon bald werden die Strecken immer komplexer und die Zeitlimits immer fieser. Frust kommt dennoch nie auf, denn Trackmania ist seit jeher ein Spiel, das ähnlich der Trials-Reihe auf ständige Wiederholungen, also auf das ständige Besserwerden setzt. Entsprechend kann man seine Karre bei Fehlern blitzschnell per Knopfdruck zum letzten Checkpoint oder gleich zum Start zurücksetzen, ohne jede störende Ladezeit. Die größte Stärke des Spiels ist dann auch seine Klarheit. Simulationsballast gibt es hier nicht und die überaus simple Steuerung könnte man glatt als digital bezeichnen. Schade jedoch, dass die Physik nicht immer so exzellent funktioniert wie auf diesem Stadionrundkurs. Bei Abstechern auf Schotter oder Matsch neigen die Fahrzeuge stark zum Ausbrechen, lenken sich etwas zu nervös und schaukelig. Das zehrt dann schon mal an den Nerven. Ebenso wie kleine Macken bei Physik und Kollisionsabfrage. Dieser so schön aussehende Kurs hat uns beispielsweise in den Wahnsinn getrieben, weil wir ständig an irgendeiner Mini-Palme hängen geblieben sind. Wo sind die Gärtner mit ihren Heckenscheren, wenn man sie mal braucht? Nahezu fehlerfrei kommt hingegen die Mehrspielerabteilung daher. Ein absoluter Knaller ist beispielsweise der Double Driver Modus, bei dem 2 Spieler ein und dasselbe Auto im Koop lenken. Wer hier nicht harmonisch und im Team agiert, brettert von Wand zu Wand. Sogar an den inzwischen aus der Mode gekommenen Splitscreen hat Nadeo gedacht. Bis zu 4 Spieler können bei teils verrückten Rennvarianten lokal gegeneinander antreten. So verführt man im Stunt-Modus beispielsweise Autosalti und Pirouetten, um so seinen Turbo aufzuladen und die Streckenbestzeit nach unten zu drücken. Der Monoscreen wird hingegen alle Micro Machines-Fans freuen. Wer schneller fährt, der drängt die anderen Fahrer nämlich aus dem Blickfeld der Kamera und zieht ihnen dadurch Lebenspunkte ab. Chaotisch, ja, aber eben auch enorm unterhaltsam. Im Gegensatz zu anderen Genrevertretern bietet Trackmania Turbo keinerlei freischaltbare Fahrzeuge oder gar mechanische Upgrade-Teile. Die für jedes Szenario vorgegebenen Karossen lassen sich lediglich optisch mit Lackierungen und Aufklebern anpassen. Da ging bei den PC-Vorgängern mit ihrer genialen Mod-Integration noch deutlich mehr. Weitaus mehr Optionsvielfalt bietet da schon der Track Builder. Mit dem typischen Editor kann man eigene Strecken erstellen und dann online teilen. Während Einsteiger eine vereinfachte, halbautomatische Version des Baukastens verwenden, schöpfen Experten aus den vollen und verändern jedes noch so kleine Detail. Hinzu kommt ein famoser Zufallsgenerator, der anhand von individuellen Parametern neue Pisten zusammenzimmert.
Genau wie alle 200 von Nadeo vorgefertigten, können auch die selbst erstellten Strecken im Online-Modus verwendet werden. Wer sich mit der Community messen will, der organisiert dies über virtuelle Räume. Spielmodus, Pistenauswahl und Teilnehmerzahl sind dabei frei justierbar. Bis zu 100 Raser brettern gleichzeitig herum und kämpfen um den Sieg. Die Verbindungsqualität war bei unserem Test sehr gut, einzig die langen Ladezeiten nervten etwas. Aber auch das ist nur ein kleiner Kratzer im ansonsten glänzenden Lack dieses furiosen Arcade-Rennspiels. Wer keine beinharte Simulation, sondern einfach nur Bleifuß-Spaß sucht und auch noch auf Multiplayer-Modi steht, der sollte diesen Turbo unbedingt zünden.